Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Möttinger Sängerinnen haben uns begrüßt zu unserem Gottesdienst heute am 5. Sonntag nach Trinitatis hier aus unserer St. Georgskirche in Möttingen. Ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch aus dem Epheserbrief: Aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wie wenig wir Menschen vor Gott ausrichten können und wie schwer uns das fällt und wie wichtig es ist, dass wir einfach Gottes Liebe und Hilfe annehmen, davon wollen wir heute hören. Wir hören die Sängerinnen mit einem zweiten Lied. Thank you.
Lesung aus dem Alten Testament, im ersten Buch Mose, im 12. Kapitel. Der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Ist der Glaube an Jesus Christus eine Dummheit?
Eine erschreckende Frage und wir wehren sie vehement ab. Denn wer möchte schon gerne als dumm gelten? Aber wenn wir auf die Straße hinausgehen und Menschen von heute fragen, ist der Glaube an Jesus Christus eine Dummheit? Dann werden sicher manche antworten, natürlich ist das dumm. Warum sollte ich mein Leben an einen armen jüdischen Wanderprediger hängen, der vor 2000 Jahren als Aufrührer gekreuzigt wurde? Und überhaupt gibt es doch gar keine Beweise dafür, dass dieser Jesus wirklich Gottes Sohn war. Mit dem gesunden Menschenverstand wirkt der Glaube an Jesus Christus wirklich wie eine reine Dummheit. Wer setzt schon sein Leben lang auf einen Verlierer? Im heutigen Predigttext gibt Paulus eine Antwort auf diese Vorwürfe, die eben gar nicht so neu sind. Auch den Juden und Griechen zur Zeit des Paulus leuchtete der christliche Glaube nicht ein. Er schien ihnen töricht. Und ganz besonders töricht erschien ihnen der Glauben an einen Gekreuzigten. Das Kreuz war der Ort der absoluten Vernichtung, der Ort, an dem die Verbrecher ihr Ende fanden. Wie konnte eine Religion weise sein, die in diesem Zeichen der Niederlage stand? Paulus kennt alle diese Vorwürfe und er weiß, dass diese Vorwürfe auch den Christen in Korinth zu schaffen machen. Aber Paulus hält diesen Vorwürfen genau das entgegen, was eine Torheit zu sein scheint. Paulus geht in seinem Glauben allein vom Kreuz aus. Hören wir aus dem ersten Kapitel seines ersten Korintherbriefs. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Soweit diese Worte aus dem Korintherbrief. Paulus unterscheidet genau. Er gibt den Kritikern gerne zu, dass das Kreuz ihnen dumm und töricht erscheinen mag. Aber auf Klugheit und Weisheit kommt es Paulus in seinem Glauben auch nicht an. Ihm geht es im Glauben allein um eines. Es geht um die Wahrheit. Und wenn das Kreuz auch nicht weise sein mag, es ist wahrhaftig. Das Kreuz ist ein Wahrheitsspiegel. Es zeigt die Dinge, wie sie sind. Damals, als Jesus gekreuzigt wurde, zeigte das Kreuz Menschen, die den Mann aus Galiläa einfach loswerden wollten. Das Kreuz zeigte Judas, der einem unmoralischen Angebot unterlag. Das Kreuz zeigte Pilatus, der seine Schuld mit Unschuldsmiene wegwaschen wollte. Ich sehe unter dem Kreuz das Volk, das sich mit dem Wind dreht. Eben noch haben sie Jesus bei seinem triumphalen Einzug in Jerusalem zugejubelt. Nun schreien sie laut, kreuziget ihn. Die Gegner Jesu, ob weise oder nicht, wollen ihn loswerden.
Einer schiebt dem anderen die Verantwortung zu. Am Ende scheinen sie ihren Willen bekommen zu haben. Aus den Augen, aus dem Sinn. Jesus ist tot. Ein dummer Tor ist gescheitert. Nach menschlicher Weisheit ist es nun vorbei mit der Hoffnung der Jünger. Aber da haben sich die Gegner Jesu verrechnet. Denn Jesus und sein Vater richten sich eben nicht nach unserer menschlichen Weisheit. Die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Menschen suchen den Vorteil für sich. Gott dagegen handelt unlogisch. Er sucht den Vorteil für alle. Er handelt nicht aus kühler Berechnung, sondern aus Liebe. Darum wird aus dem Zeichen der Torheit und des Todes ein Zeichen des Lebens. Und zwar nicht nur des Lebens für Jesus, sondern für alle Menschen, die sich auf die neue Weisheit Gottes, auf seine Wahrheit einlassen. Die Weisheit Gottes, sie ist unsere Rettung. Nach der Weisheit der Welt wäre die ganze Welt aufgeteilt in Menschen, die wertvoll sind, und solche, die wertlos nur den anderen auf der Tasche liegen. Für die Welt ist es etwa weise, Arbeitslose dafür zu bestrafen, dass die selbsternannten Weisen es nicht schaffen, die vorhandene Arbeit gerecht zu verteilen. Für die Welt ist es weise, dass Länder sich bis an die Zähne bewaffnen, um doch eigentlich Frieden zu schaffen. Für die Welt ist es weise, danach zu forschen, wie man 120 oder 150 Jahre alt werden kann, ohne auf die Weisheit der 95-Jährigen zu hören, die einfach lebenssatt sind und sterben möchten, weil es einfach gut ist, wenn die Seele einmal ihre Ruhe findet. Die Weisheit der Welt fragt nur nach dem momentanen Vorteil, ohne sich über die Zukunft oder andere Menschen Gedanken zu machen. Gott sei Dank, Gott denkt da anders. Jesus gibt sein Leben einfach für uns hin, ohne Lebensversicherung, ohne Garantie auf eine Wiederauferstehung. Und Gott schenkt Jesus neues Leben, nicht um ihn dann für sich zu behalten, sondern damit alle Menschen an diesem neuen Leben Anteil bekommen. Die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen. Es gibt kein Zeichen, das diesen Satz des Paulus deutlicher macht, als das Kreuz selber. Das Kreuz finden wir ja an vielen Stellen in unserer Gegenwart, als Modeschmuck, in Gerichten und in Schulen, auf Krankenwägen. Und für die, die mit dem Glauben an Jesus Christus nichts anfangen können, ist das entweder ein schöner Schmuck oder eben schlicht unverständlich, warum da ein Kreuz ist. Aber dem Menschen, der sich auf die Torheit Gottes, auf sein Kreuz verlässt, der sieht die Kreuze in unserer Lebenswelt mit anderen Augen. Das Kreuz auf dem Krankenwagen sagt, Gott ist mit denen, die schwach und krank sind. Gott hält sich nicht raus aus der Not, sondern ist mitten dabei, um ganz zu machen, was zerbricht. Das Kreuz im Gerichtssaal sagt dem Glaubenden, Gott ist dabei, wenn über Menschenleben ihre Schuld und ihren Wert geurteilt wird. Das Kreuz verpflichtet alle am Prozess Beteiligten, nicht auf das Gerede der Volksmenge zu hören, sondern alle Fakten sorgsam abzuwägen und ein gerechtes, wenn auch vielleicht unpopuläres Urteil zu fällen. Das Kreuz in der Schule sagt, es geht im Leben eines Menschen nicht nur um Zensuren und Leistungen. Im Zeichen des Kreuzes ist jedes Menschenleben von Anfang an unendlich viel wert, weil es von Gott gewollt ist. Auch das Versagen in einer Schularbeit
kann uns nicht von diesem Gott und seinem guten Urteil über mein Leben trennen. Und auch das modisch getragene Kreuz aus Gold oder Silber ist für den, der es mit den Augen Gottes sieht, viel mehr. Es ist ein Zeichen des Segens, den Gott über das Leben der Menschen stellt. Das Kreuz öffnet mir die Augen und zeigt mir immer wieder, Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er für uns selbst zum Tor und zum Narren geworden ist, weil wir nur durch die Torheit des Kreuzes leben können. Amen. Lasst uns miteinander beten. Gott, du kennst unseren Wunsch nach Klugheit, nach Stärke und Macht. Du kennst unseren Wunsch zu herrschen, statt zu dienen. Du kennst unsere Ohnmacht und unser Gefühl, mit den Starken der Welt nicht mithalten zu können. In Jesus hast du dich selber schwach gezeigt. In Jesus bist du den Tod des Versagers gestorben. Wir bitten dich, lass uns die Schwäche und Ohnmacht Jesu annehmen. Hilf uns, dass wir nicht nach den Mächten der Welt schauen,
sondern darauf vertrauen, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Lehre uns zu leben, wie Jesus gelebt hat, dass wir nicht nach Macht streben, sondern den Nächsten mit Liebe im Blick behalten. Wir bitten dich für alle, die sich schwach fühlen, die Kranken und die Alten, die Einsamen, die Traurigen und Verletzten. Mach du sie gewiss, dass in dir die Stärke ist, die sie brauchen. Gott, deine Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Lass uns nicht im Ungewissen nach der Wahrheit suchen, sondern zeige dich uns, damit wir mit deiner Torheit weise werden. Darum bitten wir dich und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Sonntag mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.